Hallo, wir sind hier bei K.O. & Co. und mit mir im Interview ist Vincent Feigenbutz in Berlin. Erstmal, wie geht's dir und seit wann bist du in Berlin? Ja, hallo, wir sind heute angekommen, so gegen 18 Uhr. Waren es bequem spazieren, was essen. Und jetzt nur noch ausruhen wahrscheinlich, oder? Genau, also, den Abend ausklingen lassen. Dann kommen wir mal zu deiner Vorbereitung. Ja. Du hast ja beim letzten Mal angemerkt, dass die Vorbereitung für den letzten Kampf gegen Caleb Plant in den USA nicht so gut lief. Wie lief es denn diesmal? Also ist alles so gelaufen, wie du wolltest? Mit wem hast du trainiert? Welche Sparringspartner hast du? Ja, ich habe wieder meinen alten Trainer, das war der Lunga. Die Vorbereitung lief gut. Wir haben in Buchsal, in Pugilis trainiert. Ein tolles Studio, was alles hat, was man braucht. Und da haben wir ein gutes Team mit vielen Jungs, gute Leute aus Deutschland, haben wir uns vorbereitet. Kennt man irgendjemanden oder willst du aus Deutschland nicht guten, sagen? Dennis, Radovan. Achso, Radovan war das. Oma, Nikitin, also alles gute Jungs. Ah, okay. Deutsche, gute Truppe. Auch wegen Corona, ne, war das wahrscheinlich klar, dass die Sparringspartner auch eher aus Deutschland ja, genau, kommen, damit es keine Reisebeschränkungen und so gibt für die Gegner. Das war auch wichtig. Du arbeitest jetzt wieder mit deinem alten Trainer zusammen. Wie kam das? War das irgendwie, hattest du das letzte Mal, als wir geredet haben, war es ja noch nicht so klar? Also hattest du das schon im Hinterkopf oder ist es immer gut gelaufen und du bist einfach zu? Nee, es ist schon immer gut gelaufen. Es war damals eine doofe Situation, dass es zu Ende gegangen ist. Und alle Geschichte, alle Käse, jetzt haben wir uns wieder zusammengefunden und läuft alles super. Ein eingespitztes Team. Und genau. Und gibt es jemanden neuen in deinem Team oder hat sich im Management irgendwas getan, geändert? Ja, also ich habe einen langjährigen Freund, Thomas Schwarz, der mich schon immer lange unterstützt hat. Und mit dem werde ich managementmäßig größer zusammenarbeiten und wir wollen Großes erreichen. Am 28. am Freitag steigst du gegen den Argon-Boxer Jamar Saidi in den Ring. Du bist ja von Sauerland, meistens bist du es ja gewohnt, okay, in Amerika warst du auch Auswärtsboxer, aber vom Team Sauerland bist du ja meistens als Hauptkämpfer in den Ring gestiegen. So ist das für dich jetzt eine andere Atmosphäre oder ist es für dich egal, so, dass du jetzt vielleicht nicht, oder fühlst du dich überhaupt so, dass du nicht dass du ein Auswärtsboxer bist, weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Mich interessiert es eigentlich gar nicht, ob ich jetzt im Ausland boxe oder auswärts spiele oder ob er hier wohnt oder ich hier wohne. Okay. So eine komische Situation, ohne Publikum zu boxen. Und ja, also von daher, ich konzentriere mich auf den Kampf, bin konzentriert. Und okay, das ist für dich eigentlich völlig egal. Genau. Okay, ein paar Zuschauer gibt es ja, ich habe erfahren, von ja, 138 100, dürfen rein, also ganz wenige Zuschauer sind zugelassen durch 10 Journalisten hier. Aber ja, also wird es jetzt nichts für dich ändern, so vom gewohnten Gefühl. Hast du den Kampf gesehen von Jamar Saidi gegen Jack Quicker? Nur Bruchteile. Achso, also gar nicht. So, also, was kannst du gar nicht, hast du dich nicht so krass mit deinem Gegner beschäftigt oder ziehst du einfach deine Vorbereitung durch und das Rest? Ich ziehe meine Vorbereitung durch, mein Trainer beschäftigt sich damit, stellt mich auch ein. Okay. Also, kannst du jetzt nichts so direkt über den sagen, was du sagen willst, was für ein Typ das ist oder wie du den so findest? So, ja, klar, hast du dir die Videos angeschaut, aber hab ich nicht groß. Hat dich nicht beeindruckt? Okay. Du hast nichts gesehen, das wurde dachtest. Ich konzentriere mich jetzt weniger auf. Okay. Sag mal auf die Videos und sowas, das ist eine Trainersache. Ich boxe einfach. Okay. Ah, okay. Auf Videos kann man sowieso nicht viel feststellen. Findest du? Im Kampf ist es immer anders. Achso, also meinst du so. Ja, du kannst so grob Prognosen sehen. Prognosen bringen. Ist jetzt ein Techniker, ist ein Schläger, das kann man schon unterscheiden, aber. Okay. Im Kampf ist es trotzdem anders, hier okay, auf dem Video. Also Jamar Saidi ist ja eher, würde ich jetzt mal sagen, eher mehr der technische Boxer. Bei dir würde man wahrscheinlich viel mehr sagen, dass du über die größere Schlagkraft vermutest. Würde man jetzt, ohne dass man den Kampf gesehen hat, sagen. Wie gehst du in den Kampf? Also stellst du dich da auf die volle Rundenzahl ein? Denkst du, du wirst es vorzeitig packen? Oder ist es dir, nimmst du dir gar nicht sowas vor und guckst an? Nee, ich höre sowas nicht vor. Ich boxe meinen Boxer. Ich boxe durch. Und wenn es vorzeitig zu Ende geht, geht es vorzeitig, wenn nicht. Ja, und der Hauptkampf ist ja zwischen Jack Quicker, oder der zweite, weiß ich nicht, was der erste, zweite Hauptkampf ist, auf jeden Fall ein weiterer sehr guter Kampf ist zwischen Jack Quicker und Abbas Barau. Hast du da irgendeine Prognose? Also wenn du dir die beiden Boxer anguckst, wen du sagen würdest, auf wen du tippst oder so? Oh, ich finde, beide haben sind ziemlich gleich so. Ist eng, oder? Ja, Quicker, die Erfahrung, sind beide Techniker.
aber es ist noch jünger und frischer, also wirklich, da kann ich nichts dazu sagen. Ich sag 50-50. Okay. Der wohl einen besseren Tag hat. Der gewinnt. Ja, okay, da reißt du dich, glaube ich, in die Meinung der meisten ein, würde ich sagen. Und sonst können wir nochmal auf dein Gewicht zu sprechen kommen. Sonst bist du ja immer im super Mittelgewicht gestartet. Jetzt musst du es ein bisschen runterkochen. Weiß nicht, ist da irgendwie, ist dir schwer gefallen oder war das alles ganz locker? Nö, ich bin ja eigentlich immer im super Mittelgewicht. Wenn ich ein bisschen härter trainiere, ein bisschen weniger esse, dann fällt mir das sehr leicht ins Mittelgewicht, sagen wir es so. Also ich habe das Gewicht schon und habe keine Probleme damit. Also es wird keinen Ausschlag geben auf den Kampfverlauf sozusagen, dass du jetzt einfach ein anderes Gewicht brauchst. Ja, ich bin auf jeden Fall leichter, frischer, fitter und mir gefällt es so. Ja, also, du musst jetzt nicht mehr auf die letzten Stunden vom Kampf hungern und so, für dich ist alles in Ordnung. Bisschen, ja? Aber das ist normal. Mehr drauf achten als sonst dann sozusagen. Willst du noch irgendwas an Jamal Saidi oder an deine Boxfans sagen? Oh, an die Fans, dass grüßen. Das ist Free TV, kommt auf Sport 1 ab 21 Uhr. Genau, mit Tobias Drees. Ja, ich hoffe auf gute Unterstützung, dass alle einschalten. Und leider können sie halt nicht vorbeikommen wegen dem blöden Virus, aber ansonsten seid vom Fernsehen und unterstützt mich. Also ich finde es ja sehr schade, dass nur so wenige Fans dabei sein können. Findest du es trotzdem gut, dass ihr jetzt dieses Duell austragt, also die ganze Veranstaltung sozusagen macht mit diesen guten Kämpfen jetzt für Deutschland und ja zwei sehr gute Kämpfe? Oder hättest du es lieber verschoben, bis jetzt Corona irgendwann mal vorbei ist und es mit ganz vielen Fans kommt? Oder ist dir das völlig egal, du willst einfach boxen und fertig so? Ja, ich will boxen und es ist auch gut, dass wir jetzt den Kampf austragen und dass es auch weitergeht, weil das Boxen braucht Unterstützung, vor allem müssen die Medien mehr darüber berichten, auch die Fernsehsender. Große Fernsehsender müssen wieder einsteigen, es müssen Gelder fliegen. Weil das, was wir leisten als Kampfsportler, wird einfach kaum unterstützt und kaum respektiert. Das ist sehr traurig. Und deswegen, das muss jetzt am Ball bleiben, wir müssen boxen. Und deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt schon wieder veranstalten können. Okay. Und das ist wenigstens auch im Free TV live. Freuen wir uns auf den Kampfabend und vielen Dank für das Interview. Gerne. Bei Wind und Wetter bin ich für euch unterwegs. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es, kommentiert und teilt es. Bis zum nächsten Mal.